Live. Da steht, es wäre live. Da will ich mal gucken, ob das auch stimmt. Ob YouTube. Ja, da sind es. An den Ton. Klappt. Naja, da sind ich mal gespannt, wie sich meldet. Im Moment gucke ich auf euer Leid. Dann ist man nach wie immer Moin Aisha bei dabei. Also, Moin alle Gruppen. Khaled Almut, hast du? Ja, ich wollte das Teil auch noch bei Facebook posten. Und zwar ist das dann. Voilà. Das bleibt auch Bescheid wissen, dass es diese Live-Video-Chat gibt. Mom Jerome Lulling a singe Schüler die so live video chat, ja, da ist da gebunt und da man steht auch nach Enkel bei Twitter, wie das auch du funktioniert. Tweet. Und dann brauche ich aber noch ein Keller. Der Link. Voilà, das ist alles gar so einfach, wenn man sich selber alles kümmert. Also, das ist der Live-Video-Chat Nummer 21 schon. 21. 3 Wochen. Tweet. Voilà. Und dann gehen wir mal gucken. Wen hast du denn da? Moin Min Prasat Pandai. Moin Jadasun Taksaira. Moin Fanny John. Moin Basil. Moin Giselle. Ja. Ich habe keine auf meinem Handy. Moje Wafa, Moin Amadou. Guten Abend, Basilia. An Sarah hast du. Moje Sarah. Merci für den interessanten Link, den du mir geschickt hast. Schon den mal dann der Kur angebaut. Sind wir hier noch. Hoffentlich klappt alles. Stygenia schreibt, Moje Jerome, ich konnte gestern Abend leider nicht dabei sein, habe ich etwas verpasst, aber dass du das flutzt und dem ganzen YouTube. Du hast ein Online-Archiv und du kannst den Videochat Nummer 20 einfach nach reingucken. Gucken. Du kannst natürlich da kein Frohe mich stellen, ne? Nein, das ist ja normal. Melo, I am 21, bist du live dabei. Und du kannst mit mir interagieren. Und die anderen natürlich auch. Katja hast du. Moje Katja. Guck dein Mädchen auch herum. Emma. Guck Emma auch. Moje Bibika. Moje Muhammad. 22 Leute, die gucken. Hey, Adamisch. Weil ich schon heute den Ton auf Null, weil sonst geht das Feedback, Echo und so weiter. Hast du still an der Mitte vom Bild? Gut, relax. Ja, das geht uns schon gefangen, heute direkt, zack, mit bonjour.lu. Mein Seite, die verdeckt dann ein bisschen den Hintergrund.
Also Bonjour.lu ja, fand da immer tolle Sachen. Videolektionen an wichtig Verbindungen auf Exercice.lu, mehr auch Verbindungen auf der Live-Chat. Moin Eugenia, der hat mich endlich geduzt, ich bin so froh. Ja, am Chat, da geht er. Muss ich ja alles testen. Formell Form, informell Form. Natalia, guten Abend. Nabil, salut. Katja schreibt: Nee, mein Mädchen als Niveau avancé. Hat bastelt lo ein Haus für die Katze. Ja. Also, so den am Leben Prioritäten. Mein schöner Bonjour aber für dein Mädchen. Salut Fredle, Monegasque. Und Sarah, Fred, du hast ein neues Cap. Das ist kein Baseball-Cap. Das ist irgendwie etwas ernst. Ein Bube-Cap. Basil, Fred, was soll nicht klappen? Heinz, so nicht Probleme am meinem Ton. Voilà. Und dann wollte ich dann proposieren, fangen wir an mit dem Programm. Ne? Was habe ich für heute präpariert? Das hei. Ja, hallo, muss ich das hei dann rüberziehen? Und dann. Miss that low display. Miss that affiche gehen. Nee. Ah, du hast es. So, los ist affiche. Ja. Gesehen der da Dorolo. Das ist Barry, seht ihr genial. Ja, ich kann ja im Moment keine neuen Kleider kaufen gehen. Da muss ich alles rausholen aus dem Schaf, was ich irgend so verstopft habe. Ja, also haut aus der Kur vom 5. April 2020. Meine Nummer ist immer nach Jérôme Lulling. Moin, wie geht es? Alles an der Reihe. Merci, dass ihr nächstes Mal macht. Nächstes, à nouveau, again. Mitmachen, partizipieren, take part. Dieser Video-Chat ist für jeden, der gerne letzte Woche schleiert. Ja, das ist der Ostervakanz, dann halte ich keine normale Kur. An der Ostervakanz organisieren ich alltag ein Atelier oder ein Workshop. Voilà. So viel dazu. Den Workshop teile ich ab an zwei Partien. Entweder Grammar und dann Vokabular. Mögliche Sujets für die Grammar sind zum Beispiel den Artikel, den hat man gestern gemacht. Pluriel, Maskulin, Feminin, Neutre, Dativ, Akkusativ, Mouvement, Position, Passé, Composé und so weiter. Auch für das Vokabular, Arbeit, Vakanz, Filme, Tagesauflauf, AKV, Sprachentest. Und wie ist das? Zara hat heute das etwas geschickt, die wird Gesundheit. Dann machen wir das. Und der wird heute eine wichtige Diskussion über mein Berry. Das ist kein Berry. Du hast ein Visier. Ja, okay, dann diskutiert über den Berry. Kein Problem. Guten Abend, Eva. Haut und ich etwas präpariert über die Adjektiva. Weil gestern sind die Stadt gefroht gehen, hei. Bei den Adjektiva. Du musst ihn aufpassen, ob zwei Sachen.
für unzufangen. Position vom Adjektiv ist wichtig. Und dann also männlich, weiblich, sächlich. Das ist absolut. Wie nennen wir das? Inevitabel. Und was schreibt er halt? Berry Basque. Berry schreibt. Basil, ich verstehe dich nicht. Was ist mit der Mathematik an den Zaldoten? Salut Domenico. Ist den Ton okay? Ich schon mal nach Hause ganz selbst geschaut. Ich hoffe, den Ton ist okay. Ja, also beim Adjektiv, du musst aufpassen, ob die Position vom Adjektiv. Wo ist das Adjektiv? Du musst genau überlegen, wo ist das Adjektiv. Und an den Beispielen, die ich erst habe, du hast das Adjektiv rechts vom Substantiv. Hier ist das Substantiv, den Auto. Und das Adjektiv ist hier, rechts. Und das so mehr, den Auto ist neu. Auto ist männlich. Mit welchem Adjektiv rechts steht, ändert nicht. Den Auto ist neu. Dauer ist neu, weiblich. Tavs ist neu, sächlich nicht. Auto sind neu, am Plural ändert doch nicht. Wir nennen das, oder wir an der Grammäre wird das DAX Adjektiv-Attribut genannt. Das ist also rechts. Rechts zum Substantiv. Und dann ist das alles super einfach. Wie im Englischen. The car is new, the house is new, nicht ändert. Im Französischen, du ändert das. Was kann ich sagen? La voiture est belle, le garçon est beau. Voilà. La soupe est bonne, le gâteau est bon. Salut Nabil et Motas. Ist das alles okay, mon Tom? Keine Reaktion? Naja, also Adjektivattribut ist einfach. Das Problem ist also beim Adjektiv-Epithet. Salut, ein Ant. Adjektiv-Epithet. Ich habe schon den Akkusativ geholt. Adjektiv-Epithet. Du hast dann das Adjektiv links vom Substantiv. Links. Und dann wird alles mega kompliziert. Sorry. Dann nummer dann steht man unbestimmten, aber beim bestimmten Artikel. Unbestimmten Artikel vertecht, also wohlgemerkt, hier am Akkusativ. Ich kaufe ein neues Auto, männlich. Ich kaufe ein neues Auto, feminin, weiblich. Auto, Montre, Watch. Ich kaufe ein neues Haus, nicht sächlich. Die sieht also das Adjektiv ändert. Männlich, weiblich, sächlich. Und am Plural ist es wie am Weiblichen. Ich kaufe neue Autoren, neue Auren. Der Plural neutralisiert also den Genre. Battle schreibt, alles okay, Mom Tone, merci, Zara auch. Moje Kazem. Merci für den Besuch. Schon 36 Leute, die gucken. Wow. Der tut also beim unbestimmten Artikel und der tut natürlich auch beim bestimmten Artikel. Und zwar, als da drin im Speziellen, wir benutzen du meistens den Artikel defini accentué. Wenn ein Adjektiv dabei ist, kann ich noch den Artikel defini einfach holen. Im Mischen soll man den Artikel defini accentué. Den hat ich gestern nicht gewesen. Das sieht dann so aus. Ich kaufe den neuen Auto.
Ich kaufen de nei Auer. Ich kaufen dat nei Haus. Ich kaufen de nei Häuser. Pluriel. Moje Luxembiest. Moje Kuka. Also das mit dem Adjektiv Epithet, also das Adjektiv als links vom Substantiv, männlich, weiblich, sächlich, pluriel, an Artikel defini accentué. Das ist schon mal ein Demonstrativ. So, ich kaufe diesen. I buy this new car. Ich kaufe den einen. Warte, Alfred, wann die zwei Adjektive sind? Meier, ich kaufe den neuen, teuren Auto. Ich kaufe den neuen, teuer Auer. Ich kaufe das neuen, teuer Haus. Ich kaufe den neuen, teuer Häuser. Also, ich gehe mal so direkt zu so deiner zwischen echt. Also, das Adjektiv vom Adjektiv, wo vier drin. Also, das ist der bestimmte Artikel und das war lo alles Akkusativ. Qu'est-ce que j'achète? What do I buy? Lo könnte ein Adjektiv Epithet am Dativ. Hallihallo. Salut Rita. Und da geht es darum nach mich schwer. Ist schon ein Problem matt. Also auch im unbestimmten Artikel. Engem neuen Auto. I have a problem with a new car. Avec une nouvelle voiture. Mit enger, neuer, aber. Das macht cash parallel. Das ist ähnlich, das wie am Deutschen. Am Deutschen ging es so mit einer neuen Uhr. Mit mehr so mit enger, neuer, aber. Schon ein Problem mit engem, neuen Haus. Und dann Plural machen wir nicht. Schon ein Problem mit neuen Autos. I have problems with new cars. J'ai des problèmes avec des nouvelles voitures. Voilà, monsieur, dame. Prost. Dasselbe können wir natürlich dann auch machen mit einem bestimmten Artikel. Adjektiv, Epithet, bestimmten Artikel. Das fehlt halt. Kannst du beischreiben. Bestimmten Artikel. Accentué, Orto. Artikel défini accentué. Ich habe ein Problem mit dem neuen Auto. Ich habe ein Problem mit der neuen Auer. Ich habe ein Problem mit dem neuen Haus. Und ich habe ein Problem mit den neuen Autos. Yes. Voilà, das in Analyse für Haut. Über Adjektiva. Hör den eng froh. Batol schreibt, Dativ ist ganz schwer. Ja. Am Russischen ist es noch mehr kompliziert. Du hast noch viel mehr grammatikalisch Fall. Bei uns muss der Schüssel unterscheiden zwischen Nominativ und Akkusativ. Die sind immer selber. An den Dativ. Ganz wenig Beispiele am Genitiv. Ja, und da muss er immer wissen, dass männlich, weiblich, sächlich. Oder, das geht doch, der benutzt kein Adjektiver. Boah, das ist ein Auto. Den Auto ist schön. Adjektiver Attribut. Dann ist kein Problem. Wir sind bald wieder das Adjektiv. Führende Nomen setzt, führende Substantiv, dann kriegt er Probleme. Katja schreibt, Polnisch wird sieve Fell. Jesteś ora. Sieve, stell dir dann mal vier. Also dann nehmen wir zwei. Nominativ, Akkusativ, das selbe schon den Dativ. So, TR schreibt, geht es mit neuem Haus? Nee.
vielleicht an Annoncen heißt du für Platz zu spuren. Mir normalerweise sehe den matt engem neuen Haus. Schon ein Problem matt engem neuen Haus oder matt dem neuen Haus oder schon ein Problem mam neuen Haus. Ja. Ich kenne den effektiv auch so ein schönes Problem. Mam, nein, Auto. Ja, Mam, nein, Auto. Ein schönes Problem. Mam, nein, Haus. War das froh? Ja, er hat geschrieben, Mat, nein, Haus. Nee, Mam, nein, Haus. Ja, das geht. Dann hat er durch Kontraktion. Oder dann Kontraktion mat dem, das gibt der Mam. Mat dem, das gibt der Mam. Super, super, super. Voilà. Und ich habe es vergessen. Nee. Ist das so okay? Also mat dem kann ich noch so Mam. Mit dem kann ich noch so machen. Wie lehre mir das? Maja, du guckst die Clip immer nies, an nies. All da. Zweimal pro Tag. Moyes an Oves. An der schwätzte nu. Was tun ich euch nach Matbrüst? Ja, heute das ist die MP3-Broschüre. Von der Gemeinde Lützburg, der ist gratis, da steht da doch dran, könnt ihr da nur lesen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Das ist blöd, das ist live, wenn ich einen Fehler mache, der Gesellschaft freuen. Das ist unser, oh, guck mal, hey, den Herr Lulling, der Spezialist, hat einen Fehler gemacht. Die Leute sehen nicht, wie sie sind. Und der andere, was ich euch wollte weisen, das ist ein Exerzis, ein Online-Exerzis, Learning-Apps. Da könnt ihr das auch trainieren. Und wie geht das schon mal? Da muss ich irgendwo etwas aktivieren. Da verschwanden ich kurz. Also ich gehe noch mal hier fort. Ja, und dann meine ich hier un. Hoppla, nee, das geht nicht. Und da muss ich etwas machen. So, lo geht das. Und da gehe ich hier. Das ist Heavy Metal. Bin ich hier rein? Ja, und da kann ich erst meine Internetseite weisen. Mir lo gesehen ich nicht mehr, was der schreibt. Mir das ist aber auch schon mal impressionant. Da gesehen alle die ganze Internetseite. Also, ihr könnt das Buch kaufen, Werbentabellen, ihr könnt das Buch kaufen online. Ich weiß nicht, ob der Boutique im Moment da ist. Hier geht der Link auf Chats. Hier ist exercice.lu. Voilà. Mit Video, Filmquiz, Musikquiz, Orthographie, Übersetzung, sogar Arabisch. An den Exercice, den ich euch wollte weisen, den ist hier am A2E. Und das ist den do. Adjektiv schön. Voilà. Das ist der Adjektiv schön. Und dann muss er den Lo ausfüllen. Könnt ihr drauf klicken. Und dann muss er die richtigen rauswählen. Was tust du? Schönzen. Ein N bleibt stehen. Dach ist männlich. Ich wünsche dir einen schönen Dach. Den N bleibt stehen, wenn es ein D. Ich wünsche dir eng. Vakanz als weiblich. Schei Vakanz. Hat ke männlich. Schönen Dod. Huldinger Frau. Schöne Bonjour von mir, Matt. Hirnhut. Tatsächlich. Tee. Hirnhut ist schön taus. Schenkt mir Buch aus Sächlisch. Schön Buch, wenn ich gelieft.
Hat kauft sich ein Auto als männlich, schönen Auto. Hat heute eng zum Suen am Casino gewonnen, hat heute gewonnen, elle a gagné, she won. An das weiblich zum eng schein zum Suen am Casino gewonnen. An dann zum Schluss, joa, as sächlich, ich wünsche dir a schein night, joa. Und da könnt ihr jetzt Knäppchen drücken. Und da weißt du nicht. Genial. Alles richtig. Das alles kriegen. Voilà. Könnt ihr da eben spielen. Dann mein Schlurre mal hei. Ein Schlurre ausmachen, was könnt ihr dann? Ich mach mal hei am Un. Ja, da könnt dat. Und dann meine Scheirem aus. Nee. Du meine so. Display können. Ja. Ah, sind schon da. Dann komm ich mal am gucken an den Chat. Schon ein bisschen nicht aufgepasst. Was schreibt den TA mit kochendem gesalzenem Wasser? Ja. Das selbische Prinzip, nicht einfach. Auch ein interessanter Fall. Nicole Genini, bonsoir. Pourquoi mettre tout le temps une casquette? Naja. Nicole. Das ist ganz einfach. Ich bin seit 8 Wochen nicht mehr bei der acht, muss man so 6. Dafür sehe ich ein bisschen zu komisch aus, wenn ich die Kaskade aus tue. Hui, den Eng froh. Alles in der Reihe. Sieht er nach da? Heute steht nichts anderes zu schleit gucken. Das hier immer denkt Schwarzmutz. Das ist ja impressionant. Ich erkläre halt Adjektiva, Akkusativ, Dativ, Attribut, Epithet. Ich gebe mir heute eine Menge Online-Exerzisse mit Learning-Apps erst zu schaffen. Und die Leute, die schwätzen über mein Kaskett. Ich hätte mich so Mann kennengelernt. Das ist so einfach zu leben. I'm too sexy. Ja, ja. Das Leben kann so einfach sein. Der Koffer. Der Koffer ist so, das ist ein Nominativ. Ich gesinne den Koffer, das ist ein Akkusativ. Nicole, ça ne se voit pas. Justement, ça ne se voit pas parce que j'ai mis une casquette. Vous voulez que je l'enlève? Non. Eugenie schreibt, Problem mit einem E oder Problem mit zwei E? Müller eine Reform von der Schreibweise. An lokale Problem auch mit zwei E schreiben. Am Moment nach. An Zukunft nehmen wir mit zwei E. Mengen ist mal. Lala. Nabil Fred, ob Exercice.lu. Ja, das ist fix ein Exercice. Die geht nur nicht automatisch generiert. Ich muss mal auch im Neujahr dahin setzen. Meine Learning-Apps sind eine Zeit lang nicht gegangen, weil einfach zu viele Probleme waren mit den Visitoren, zu viele Leute. Bis zu 140.000 Leute pro Minute gucken gegangen und dafür hast du die ganze Sitzung zusammengebracht. Also nicht nur für Lützburg zu lernen.
Battle, ich erkläre, erkläre. Merci. Nabil schreibt, weil ich schon das schon gemacht. Ja, hier ist Revision. Mir ist mal neuer. Sarah, du bist ein Superstar. Ich meine nicht. Mein Bo. Fleisch an Dinger, weil. Merci. Coiffeuse. Ja, ich gesehen Coiffeuse. Ich gehe noch bei einem Coiffeuse, mit das alles zu. Bon, das war dann den Teil von der Grammar. Und da wollte ich schon auch noch etwas Ernstes weisen. Da muss ich hier im Detail ausschalten. So. Und dann mein Dokument. Hier. Ja, und das ist da drin dabei. Und zwar Battle Jerome heute im schwarzen T-Shirt. Ja, richtig. T-Shirt aus männlich, ein schwarzes T-Shirt. Und das sei Sarah hat mir diesen Link geschickt. Und du hast ein jung Litzebäuerin. Bla 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 bla, wo sie teuer sind. Hier ist die jung Litzebäuerin. Auf YouTube. Ich hoffe, der Gesetzelo. Fred, ist schon mein Gehirn explodiert? Mein Gehirn ist explodiert mit den Adjektiva. Ja. Also, die Madame do auf YouTube, wie heißt sie? Sputzter. Ich weiß nicht, wie die Madame richtig heißt. Aber sie hat ein Coronavirus-Infizierung. Und sie sieht also ob Lützebäuerisch, wie es hier geht. Und das ist den Tag 20. Da kriegt sie den Arm, das ist nicht schlimm. Und sie ist schon 3.549 Leute, die das geguckt haben. Und dieser Clip, den also vom März, vom 30. März. Und da sind dann noch Leute, die das kommentiert, ob Lützebäuerisch, die meist. Naja, und was ich jetzt noch proposiere, das, dass wir die Madame lo lauschen. Ja. Wo soll ich das hinsetzen? Statt da noch rumfangen. Ja, also dass wir die Madame lo lauschen und dann analysieren mal besser, was sie gesagt hat. Schon den Text eigentlich gelauscht und schon ein paar Stich wieder abgeschrieben. Ich hoffe, die helfen ja. Das lohnt nicht den ganzen Text. Und dauert doch nicht ganz lang. Ich meine 3 Minuten. Voilà, du hast den Text. Und da proposieren ich, dass wir den lauschen. Rock Novak Junior. Nabil schreibt, sie hatte Coronavirus. Ich weiß es nicht, ja? Man lauscht nur mal, was ihr seht. Mal schauen. So, ich hoffe, dass das noch klappt mit dem Ton. Boah, ich hoffe, dass es noch kein Copyright-Problem entsteht mit YouTube. Das ist keine Musik, mehr. YouTube ist geckisch. Und so ist das die ganze Clip halt für nichts gewesen, die ganze Abend. Ah, der Nabil sieht schön sie gesehen ob RTL am Journal. Super. Mal da lässt du mal, was man dann sieht. Hallo, alle Guten. Es ist mittlerweile ab Tag 20 schon meiner Coronavirus-Infizierung. Das heißt, nur am 31. März sind da genau 3 Wochen, wo ich krank bin. Für mich krank sein als ein Zustand, den mein normales Leben so impactiert, dass ich nicht normal kann funktionieren. Und als Beispiel kann ich erst so gehen, dass ich zum Beispiel immer relativ sehr außer Atem bin. Mein Host, den dritten Host, den ist ein bisschen umgeschlagen, so also mein Nasenhost.
schlufen ganz schlecht und ich kann doch den ganzen Tag schlufen, also sie permanent mit. Und mein Großer, meine Geschmerzen, die sind immer fort. Die sind dann verkannt oder so, ich weiß auch nicht. Und ich habe noch keine Ahnung, wie lange das dauert, bis dann die zurückkommen. Also ich rieche an Schmerzen praktisch nicht. Boah. Dann wollte ich so, dass man aber extrem Chance haben, hier an diesem Zeitalter zu leben. Weil wir haben so viele Möglichkeiten, für mit anderen Leuten zu schwätzen, durch Technologie, WhatsApp, Signal, YouTube, Messenger, Skype, egal was ihr benutzt, der könnt immer mit eurer Familie schwätzen, der könnt schon ein wenig Kaffee gemacht mit einer Freundin per Skype. Das war tipptopp, also wir sitzen dabei auf der Terrasse ein bisschen, per Skype natürlich, und das war wirklich genial. Und wir haben da effektiv immens viel Chance. Ich wollte aus dem Staat merci sagen, dass er so gut nach uns guckt. Ich wollte allen guten denen Leuten auch merci sagen, die am Publikum arbeiten. Nicht nur an den Spitälern, sondern auch alle guten Diana. Ich denke du an Bootspersonal und Leute, Chauffeuren von Bus oder so. Leute, die an einer Käse arbeiten, Leute, die bei der Post arbeiten zum Beispiel. Die sind nach immer dem Publikum ausgesagt und die können da nicht sagen und ich wollte ihnen einfach Merci sagen. Voilà, also ich hoffe, es geht euch alle gut. Bei mir geht es wirklich nur viel besser. Also ich kann so nicht im Coronavirus einen guten Schnitt gehen, so immer so. Und ich hoffe, der bleibt gesund und merci für nur gucken und bis demnächst. Ade. Voilà, merci madame. Oui, vous n'y êtes pas froid. Vous n'y êtes pas froid. Je copie le link hier dans le chat. Da könnt ihr auch nach ein paar Tagen lauschen. Das ist nicht zu lang. Und ich fand das relativ gut beschrieben. Katja, an Schnüss. Battle schreibt, gute Besserung für die Madame. Ja, Katja, ich erkläre das an Schnüss zum Schluss. So ist noch ein Froh? Nee. Och, Domenico Fredoch, war das da dein Schnüss? Ja. Ein flotter Ausdruck. Eine Locution, eine Expression. Ja, also hallo alle Guten, hat ihr euch gefreut, also alle Guten oder alle Gue? Hallo alle Gue, moin alle Gue. Die zwei, ich soll zuerst der moin alle Guten. Und da kann ich all, kann ich mir schon noch groß schreiben. Müssen gucken. Tag 20, wie gesagt, ist ein A. Und hat gesagt, wenn ich krank bin, dann kann ich nicht normal funktionieren. Und als Beispiel geht es tun, ich sehe sehr außer Atem. Sehr außer Atem, das heißt ja auf Französisch. Quand on est vite essoufflé, when you lose your breath. Also das noch nicht gewinnlos erfahren zu machen, körperlich erfahren. Den dritten Host, Host das männlich, Host das Latou, the coughing, an den dritten, kriegt er an, den als lo ein nassen Host. Also beim nassen Hirsch, du könnt Schleim, beim drischenden Hirsch, du könnt nicht, das nimmer. Man könnt nicht. Ich schlafe ganz schlecht. Rapidement essoufflé. Ja, super. Hat das permanent mit. Fatigué. Sei Geruchs- und Geschmackssinn. Der Geruch.
olfaktiv, donc Nuss, an der Geschmack, das mit der Zunge, la langue, die sie fort. Ich rieche an der Schmache praktisch nicht. She doesn't smell anything, she doesn't taste anything. Elle ne sent plus rien avec son nez et elle n'a plus de goût dans sa bouche. Ich rieche an der Schmache praktisch nicht. Hat hofft, dass er zurückkommt. Elle espère que ça revient. She hopes that will come back. An diesem Zeitalter, das ist ein Dativ, dans cette époque, during this time and age, voilà, das froh, dass man in diesem Zeitalter lebt, weil man Möglichkeiten für mit Leuten zu schwätzen, auch ohne Kontakt zu sehen, also körperlicher Kontakt, also einfach mit der Technik, mit dem Internet, an WhatsApp, Facebook, YouTube, all mögliches. Wir können, oder auch Telefon, wir können mit den Leuten Kontakt ziehen. Dann hat sie da schon einen Kaffee gemacht per Skype mit einer Freundin. Virtuell Freund. Ja, me, ich muss aber zu bedenken geben, wenn das erlaubt, dass auch diesen Zeitalter, den die do Krankheit möglich gemacht hat. Weil war früher in irgendwo Tausende von Kilometern, wenn ich krank bin, dann war der Virus nicht direkt bei uns. Ich weiß, der Virus findet immer irgendwo sein Weg. Aber durch die modernen Transportmittel noch verbreitet sich immens sehr. Also Technik hat Vorteile, aber auch Nachteile. Eh? Man muss in Zukunft um manchmal besser aufpassen, wenn ich die Remarque darf machen. Vielleicht irren ich mich auch. So, und dann hat will aus dem Staat, merci so, l'État, the state, nicht nehmen an die Spidel, also die Leute nicht nehmen an die Spideler, Spideler ist der Plural von Spidol. Eugenia schreibt, l'odorat et le goût, richtig. Amadou, tout sèche et tout gras, merci. Sarah schreibt, Agueuzi. Bon, weiß ich noch nicht genau, was das ist, mir egal. Also, als ich dabei für die Leute merci, nicht nur an die Spitäler, dem Bootspersonal, dann, das sind die Leute, die putzen, der Buschauffeur, Leute, die an einer Käse schaffen, die bei der Post schaffen. Weil die Leute, die in all der arbeiten, sie gehen all der schaffen und sie riskieren hier Gesundheit für alles zu helfen. Respekt. Und dann eben der Schlusssatz, wird seht, es schon dem Coronavirus ein gut Anschnitt gehen. Das ist vulgär, aber in diesem Fall, also es wohl Ubrot. Schniss, c'est la gueule d'un animal. It's the mouth of an animal. Und es schon dem Coronavirus ein Anschnitt gehen. I punched it in the face. The virus. Donc je l'ai frappé plein dans la gueule. Weil ich hoffe, dass es Lorem gesund ist. Das ist ja auch so, dass ganz viele Leute, die den Coronavirus kriegen oder haben, nicht gesund gehen. Das ist möglich. Also das ist nicht unbedingt, dass er davon sterben muss. Mehr muss ihn schon ein gut Gesundheit tun, der will nicht krank sein, der muss ihn wahrscheinlich schon noch jung sein. Vor allem bei jungen Leuten steht die Chance mir groß. Mir wenn ich schon mehr alles und tue den so wie ich Asthma-Probleme an einer Bobo, da fängt er dann kritisch zu gehen. Mengen ich mal. Es muss ja nach ganz vielen Sachen erforscht gehen, vor allem auch für beaucoup de recherche. Lots of research. Über den blöden Scheißdreck. Mir hat heute dem Virus ein ganz schnelles gehen. Pam. Ich hoffe. Aber pass auf. Vielleicht könnte der Virus zurück.
Was man noch nicht? Kriegen wir noch alle Jahre eine Saison mit dem Virus? Du, kannst du dich noch rum neu ausstechen? Neu ausstechen. Zu kontaminieren, wo? Giselle schreibt, Sarah hat Lil ou la Cuisse geguckt. Neming Familie schafft um Salpêtrière, Spidol. Dick Schniss kennen ich auch. Anosmie an Agösi. Pert odora ego. Merci. Ein Dick Schniss, hier hört ein Dick Schniss oder hat hört ein Dick Schniss, c'est. Il ou elle ouvre grand sa bouche. He's a big talker. Mir so noch ein Schnissert. Da sehen die viel Blabla mischt. Es gibt ein Reihausdruck mit Schniss. Ein dick Schniss tun. Hier noch so Schnissert. Schnissert. Bla 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 bla. Il parle beaucoup. Bla bla bla. C'est beaucoup de bla bla bla. Ah, und dann die ganz berühmten Halding-Schniss oder Halding-Maul. Super vulgär. Katja, das darfst du nicht zu den Mädchen so, ne? Das ist gar nicht live. Halding-Schniss, Halding-Maul, shut the F up oder ferm ta Gueule. Halding-Schniss. Oder wie der Französisch sagt, ta Gueule. Komm, ma gueule! Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Voilà, das ist die Geschichte vom Wort Schniss. A Chatterbox auf Englisch. J'ai mis K.O. le Coronavirus. Excellent Übersetzung. Tipptopp, ja. J'ai cassé la gueule au Virus. J'ai mis une droite au Virus. Ja. Es ist schon dem Coronavirus ein gut an Schniss gehen. Voilà, Monsieur Dame. Wird Ihnen froh? Do you have a question? Wie würdet ihr diesen Text fand? Zu einfach? Waren noch nicht immens viel Adjektiver dabei, mehr, das ist egal. Ich wollte just weisen, wann ein Schüler, eine Schülerin mal einen Link schickt und ich fand ihn interessant, dann habe ich gar kein Problem, das auch mit an der Kur anzubauen. Bombardiert mich aber noch nicht mit Linken. Ich meine, eine kleine Selektion. Aber ich denke, hier ist es auch interessant, weil es total der Aktualität entspricht. Das ist ja das Megathema am Moment. Voilà. Ich wollte aber auch nicht immer nimmer über den Coronavirus schwätzen. Sonst kriege ich eine Depression. Der Friedle Modegas, der schreibt, nicht so schwer. Eugenia schreibt, halt dein Back oder halt de Back, das geht doch für halt den Schnuss, halt dein Back. Domenico sieht, das ist ein interessanter Text. Katja. Katja, ich schicke dir das via Facebook, okay? Ich kann das nur nicht schreiben. Ich geniere mich. So, si tu fragst, komm mal, was du bei ihm da lehren. Nimm mir Frechheit. Aber ich schicke dir das per Facebook, okay? Katja. Kannst du dein Dokument mitteilen? Videochat, WDL. Boah, schon der schon.
den Link geschickt auf den MP3-Dossier-Broschüre. Da steht doch alles dran. Das ist aber machbar, ja. Schick mal den E-Mail-Adresse, da schicken ich das Dokument, okay? TA. Batol, weil dir das einfach übersät tut? Ja, Sarah, das du hast Schniss, also immer vulgär. Außer, mit Schnissert, das ist nicht vulgär, Schnissert, das ist mehr pejorativ. Hin, also Schnissert, Paul Bocoum, Nabil sagt, ich habe eine Pur wird nicht verstanden. Ja. So mal. Was für Wurz du nicht verstanden hast. Da schicken ich dir das gerne. Ich übersetze das total gerne, das ist kein Problem. Und da gucken sie, ob Dauer, das schon rum, zing für Ning. Also, Monsieur Dame, dann, wie gesagt, wenn du etwas Flottes fand, ein flottes Sujet, ein flotten Artikel, ein Videoclip, schickt mir das, dann können wir das halt behandeln. Ich bin nur mal gespannt, was YouTube sieht. Ha? Nicht, dass ich lo die Clip do verboten kriege, weil ich do das von der Madame aufgespielt habe. Das ist nicht, dass die Madame dafür kann. Das ist automatisch mit Settings, da muss ich immer alles. No Copyright und so weiter. Uklicke, wenn ihr das nicht möchtet, dann ist direkt im Zodi. Gedesems. Viel Gedesems. Mein Copyright. Da muss ich aufpassen. Man hat das doch schon gestern gesehen oder wenn ich war das mal mit von Coolfeed. Hausparty. Sarah schreibt, das ist ein gutes Thema, mengenisch. Ja, Sarah, du hast den Link ja geschickt, weißt du? Kannst du nur nicht sagen, das ist kein gutes Thema und die Klima ist nicht gut. Du hast mir proposiert. Ich sage auch merci, ist schon noch interessant. Nabil schreibt, meiglech. Meiglech, das war. Hi. Mir hu viel Meiglechkeiten für mit Leute zu schwätzen. Und on a beaucoup de possibilités. Lots of possibilities to talk with people. Also dat, was du gemeint hast, mit Meiglechkeiten. Und da das nicht meiglech, ce n'est pas possible. That's not possible. Eine Möglichkeit, das weibliche, das ist das Substantiv. Possibilität. Possibility. So, ja, also wichtig, Linke, bourgeois.lu, bourgeois.lu/mp3, da findet ihr die Broschüre von der Gemeinde Lützburg, das gratis PDF. Exercice.lu, Quizlet, lod.lu, Lützburgische Wikipedia, hier sind meine Kontaktadressen, luxdico@gmail.com, ich bin auf Facebook/Lulling. Twitter.com/JeromeLulling oder auf YouTube.com/LuxDico. Voilà. Merci, dass das so gut matt gemacht hat. Ich kann auch sagen, dass das so gut matt geschafft hat. Ja? Mein Videochat von daheim und das all da vom Mendes bis Sonntag um 8 Uhr. Und im Moment machen wir Atelier Workshop, okay, feste Programm, weil das ja Ostervakanz. Sarah sieht für Präzision pejorativ oder vulgär? Halding Schniss als vulgär. Mir hin also schnissert, dass das pejorativ für Person, mit das aber nicht vulgär. Das ist komisch. Mir Halding Schniss als definitiv vulgär. Enge Menge an Schniss gehen als auch vulgär. Mir an diesem Kontext. Coronavirus ist der Feind und hat den Coronavirus K.O. geschlagen. Ich hoffe, fährt Madame auf ihr alle gut. Und Battle schreibt, ich schon auch eine Krankt Kant gesehen. Krankt mit T. Und du noch hast Kant allein ohne seine Familie ans Spital gegangen. Ja, im Moment ist schrecklich, schrecklich viel Misere an der Welt.
Ich habe gesehen, gelesen, dass auch an Indien den echten Slum, wo ja schon mega miser ist, da ist auch ein echter Fall vom Coronavirus. Was geschieht in Afrika? Zu New York, totale Chaos. Also, das ist schlimm. Bleib daheim. Ich hoffe, dass das hilft. Und da könnt ihr mal Lützburg lehren. Heinz, du, für aufzulenken. Wir müssen all aufpassen. Richtig. Also, hi, TPMM schreibt: Schnüss, das war neu für mich, aber der Rest wird alles ganz deutlich ausgeschwärzt. Ja, hat den Text ja noch nicht ausgeschwärzt für Lützburg als Fremdspruch für Kur für Lützburg zu lernen. Ne? Lützburg, die schwätzt so, das ist die normale Vitesse. Was schreibt ihr danach? Jerome, du bist witzig. Der Fred, du bist Smiley. Ja. Was willst du sonst machen, ne? Maja, und ich habe alles gesucht. Ja, also dann bis morgen. Bleibt daheim. Stay at home. Reste à la maison. Das ist in Position, Dativ. Schönen Abend. Maja, das ist ein Adjektiv. Abend, das ist männlich. Gesehen, das funktioniert. Schön Ostervakanz. Vakanz als weiblich. Voilà, ich hoffe, ich habe schon ein bisschen geholfen. Gut Nacht. Nacht als weiblich. Guten Tag. Oder ja, guten Morgen. Morgen als männlich. Und da fällt heute ein N auch weg. Und wir schreiben dann 2D, wenn wir auch Müll gute Moje sagen. Und nicht gute Moje. Das ist Konsonant sonore, Konsonant sourd. Nicht einfach. Gut Nacht, gute Moje. Was schreibt ihr mal dann nach Levesheim? Merci Fred. Merci Fanny, Eddie. Was soll, haut war ganz gut. Ich mein, was ich kann. Ne? Was, Natalia, merci, Eddie, Amadou, merci, Avar. Sarah, super Programm. Ja, 50% war den Idee. Wenig gut, wenig gut. Ja, gut mit 2T um Schluss vom Wort. Wir waren nach einem Seelpannendruckend. Guten. Dann machen wir die 2D. Eugenia, merci Jérôme, es war nicht ganz interessant. Eddie, merci, à bis geschwommen. Aber alle Gute. Bis morgen, hoffentlich. Schlaft gut. Dreht von den Adjektiven. Ha? Ein schönes Auto, ein schönes Auer, ein schönes Haus. Allez, du musst schon herausfinden. Wie, wo muss ich auf den Stopp klicken? Da. Du ja? Aber.